Willkommen zurück zu Ratchet und Clank. Ja, hier haben wir letztes Mal aufgehört. Den Planeten haben wir komplett abgeschlossen. Wüsste jetzt nicht, wo noch sonst was sein könnte. Man kann hier zwar nochmal rüberfliegen, aber ich glaube, dass wir alles erwischt haben müssen. Ja. Ja, haben wir eindeutig. So, na gut. Die Bulls sind immer wieder da. Könnte man eigentlich immer wieder neu laden, immer wieder dieselbe Rutsche fahren. Aber egal. So, nee, hier haben wir, glaube ich, alles. So, machen wir mal hier voll kurz. Und dann geht's ab. Auf den nächsten Planeten. Okay, was ist unser Ziel? Laut Navigationscomputer wurde eine wichtige Nachricht für uns auf Batalia hinterlassen. Batalia, da müssen wir als nächstes hin. Hier hatten wir auch einen. Hier fehlt uns noch einer. Ich habe das Gefühl, dass wir auf Rilga noch etwas zu erledigen haben. Ach ja, da brauche ich, alles klar, da brauche ich die Maske. Da brauche ich die Maske und einer von der ersten Welten war auch noch einer. Da brauche ich, ach, diese Schuhe, die so schnell, übelst schnell sind. Um die Schraube mit Geschwindigkeit eben. Richard, geht zum Sternwartabwehrgeschütz und zeigt. Ja, das wird ein bisschen nervig mit dem Mädel. Du hast genug, um einen Aggressor zu kaufen. Die, die tut einen nämlich ganz schön die ganze Zeit labern. Aber naja, gut, das war, glaube ich, im alten Teil auch schon so. Da ist das Sternwachtabwehrgeschütz. Drake hat es mit einem EMP getroffen. Wir müssen es wieder in Gang bekommen. Erstmal hier rüber. Anrückende Gegner geortet. Alter, was ist das für eine Begrüßung hier? Mr. Zulkorn will für mich helfen. Mr. Zulkorn wird mein Herz schlagen. Schön euch zu sehen, Jungs. Kommt, helft mir, die Stadt zu sichern. Wir helfen immer gern, Miss Wilkulus. Ja, hast du. Vorsitzender Drake hier. Eine kurze Warnung an meine fleißigen Angestellten. Eine Nichtzerstörung der Sternwacht führt automatisch zur Entlassung. Auf jeden Fall. Der wird auf jeden Fall gekauft und der wird auch gleich Aggressor, ja, der wird gleich aufgerüstet hier. Ist Raritanium nicht etwas Feines? Ja, mehr Muni. Auf jeden Fall. So, den werden wir auch gleich komplett aufrüsten, soweit es geht. Der Raketenwerfer ist absolut geil. So, da vorne ist sie, ja, die nervt. Ich will aber erstmal hier schauen. Ist ein Infobot-Signal in diesem Sektor. Vielleicht sollten wir das untersuchen. Genau. Das sollten wir. Bevor wir. Da waren wir schon drin. Ah, ich erinnere mich. Die Strecke hier, die ist nicht so einfach. Wer schießt denn hier die ganze Zeit noch? Kommt von da hinten, ne? Wir könnten aber auch, bevor wir... Ach, na, jetzt sind wir schon hier. Okay, ne, Moment. Die hat da vorne Gegner platt gemacht. Also liegen da ein Haufen Steine. So,
ich glaube, hier konnten wir noch hoch. Da unten wäre dann noch eine Tür zum Hacken. Die können wir ja auch gleich machen, aber vorher gehe ich hier rüber. Okay, komme ich nicht ganz. Müssen wir nochmal hoch. Ich weiß, dass man da hinkommt. Von hier, glaube ich. Verdammt! Es muss doch gehen. Moment, vielleicht sollte ich... Nee. Genau. Da unten gibt es auch noch was. Erstmal die Seite. Ja, Mr. Zucker, und ich weiß, du langweilst dich. Hatten wir denn hier, waren hier nicht gerade auch Kristalle gewesen? Ach, hier wäre man auch so hingekommen. Okay, ohne von da oben. Okay, hacken wir mal schnell die Tür da. Hä, was heißt schnell? Ich hoffe, ich schaffe die schnell zu hacken. Der hat zwei. Okay, die sollten so, wenn es geht. Der, nein. Okay, da sind zwei. Okay, der hat ja auch zwei. Verdammt! Ich glaube, die in der Mitte, die sind schon richtig. Das ist dann, glaube ich... Moment, so? Ach nee, da kommt er ja. Da ist er frei. Das sind doch aber zwei. Ja, die können aber nicht so sein. So vielleicht. Den hier hin. Jetzt ist der aber blockiert. Geht also gar nicht. Höchstens den hier. Der ist immer noch blockiert von dem Außen. Auch nicht. Vielleicht muss man den außen auch gar nicht betätigen. Ja, ich sage ja, das Hacken, das ist für mich nicht so einfach. Ich probiere da einfach immer. Boah, jetzt komm schon. Du kannst doch nicht. Warte mal. Aber so, ja, so könnte vielleicht. Nee, da geht der ja auch nicht. Die können also nicht. So hier höchstens. Dann würde er den blockieren.
Dann will er den blockieren. Der ist total hohl hier. Der erste. Der wäre höchstens hier. So, ist die Frage. Ne, den hätte ich ja gesagt. Aber dann blockiert er ja den. Und dann den. Dann den. Und den. So höchstens. Und der in der Mitte. Ach, die sind schon. Ah, der geht da auch nicht, weil der da ist. Nee, Moment mal, ich habe jetzt den außen, der ist komplett falsch. Da kann er auch nicht. Moment, wir probieren mal aus. Da kann er nicht. Den könnte er nehmen. So, dann könnte er... Ne, vielmehr den innen. Der kann ja auch hier hin. Der könnte dahin, aber da blockiert er den. Jetzt haben wir es geschafft. Ich weiß nicht wie, aber keine Ahnung. Für mich sah das jetzt gar nicht logisch aus, weil die, das eine Ding ja noch gar nicht... na egal. Wieder eine die nächste Rieder. Wunderbar. Haben wir schon zwei Sätze voll. Jetzt fehlt bloß noch einer. Kisten, du verschwendest nicht der Zukunftszeit mit Kisten. Ja, die brauche ich. Leider. Da haben wir schon wieder fast 20.000. So, jetzt haben wir hier erstmal alles. Jetzt kommt natürlich die Sahneschnitte hier von dem Planeten. Weiß ich nicht, ob ich das erste Mal packe. Wir werden sehen. Hier gibt es nämlich, glaube ich, auch einen Goldpool. Oh, der war gut. So. Weg hier. Ah, ich glaube, ich fliege schon den richtigen Weg. Na, wenn nicht, dann müsste ich das normal machen. Wir werden sehen. Ah, ich weiß nicht, warte mal. Ich flieg nochmal hier lang. Das war auf jeden Fall falsch, aber ich glaube... Okay. Nochmal. Sehr verwirrend hier dieses... Soll ich auch erstmal hier lang gehen. Hier eine Karte. Ach, jetzt sind wir hier wieder, okay. Gab es hier nur eine Karte? War ich denn hier schon? Und hier? Ach, hier ist jetzt die Strecke, okay. Das ist, glaube ich, die richtige Strecke. Konzentration! Ratchet, die Blag nähern
Wir sind fast da, Cora. Haltet ich geh jetzt auf, mal hier rüber. Okay, das war nur so. Hopp. Hopp. Wie Achterbahn, ey. Okay. Ich glaube aber hier auf der Strecke gibt es noch ein Goldbult. Hey Ratchet, Grimm hier. Hab deine Abenteuer verfolgt und freue mich wirklich sehr für dich. Hör mal, vielleicht habe ich es dir ja schon erzählt. Ich habe einen Bruder auf Pokitaro. Sein Name ist Felton. Wir reden selten, weil er nämlich ein ziemlicher Faulpelz ist. Aber heute früh ist ein Notruf von ihm eingegangen. Er sagt, Drake hat Pokitaro mit diesen Hydro-Ernter-Dingern angegriffen. Die Blag wollen wohl das Wasser ihres Ozeans. Ich wollte die Schutztruppen rufen, aber Captain Quark verwies mich bloß an seinen Agenten. Könntest du bei Gelegenheit mal bei ihm vorbeischauen, ob alles okay ist? Danke, Kleiner. Ich bin stolz auf dich. Ja, klar machen wir das. Aber zu gegebener Zeit, ne? So, hier gibt es natürlich nichts weiter. In dem alten, ich glaube in dem alten Spiel, da konnte man hier noch irgendwo hin. So, hier müssen wir zurück. Wir müssen aber nochmal die, Ratchet, Cora braucht unsere Hilfe. Wir müssen in die Stadt und den Schutztruppen helfen, die Sternwacht zu schützen. Ich muss hier aber erstmal noch was machen. Wir haben zwar hier eine Karte gekriegt, aber ich glaube, hier ist noch irgendwo ein Goldschild versteckt. Was ist die Frage? Ich bleib mal auf der Spur. Jetzt bleib ich mal hier. Ach, da komme ich hier wieder hin. Okay, da muss ich doch abbiegen. Ich geh nochmal hier lang. Achso, ich wollte auf der Spur bleiben. Nein, ich wollte auf der Spur bleiben. Mein Gott. Ich meine, ich wollte nicht auf der Spur bleiben jetzt zum Schluss. Ich wollte rüber eigentlich auf die andere Seite. So, hier wollte ich hin. Nee. Bin ich ja hier wieder. Noch einmal. Okay, auf der Spur gibt es dann nichts mehr. Gab es aber, glaube ich, noch eine andere. Oh, hier rüber. So, da komme ich zu der. Hier komme ich nur im Kreis. Also haben wir ja doch alles. Oder gab es hier noch einen Abzweig, wenn ich auf der bin? Werden wir gleich sehen. Moment mal. Nee, die führt nur im Kreis. Okay. So, da waren wir auch. Ach, dann verwechsel ich. Das gibt nämlich noch eine andere. Auf einem anderen Planeten. Dann gab es hier wahrscheinlich nur eine Karte zu holen. Ja, das verwechsel ich dann. In dem alten Spiel hat man ja hier, wenn man das hier ohne einmal Schaden zu nehmen schafft, hat man ja auch einen Skillpunkt gekriegt.
Ja, jetzt geht das Ding hier gar nicht mehr, ne? Ach doch. Ich dachte schon. So, na gut. Jetzt können wir. Ich glaube, später haben wir dann sowieso so ein Gerät, was uns auf jeden Planeten anzeigt. Die ganzen Dinger. So, Mr. Zukon. Mr. Zukon will vernichten. Was stehst du denn hier unten? Ich hab doch jetzt, ja, den Hammer. Gleich mal ein bisschen. Sie kommen aus dem Schnee. Ja. Haltet ihn von der Bolzkurbel fern. Alter, was schubst du mich hier runter? Na los, wir müssen über diese Brücke. Ja, über diese Brücke, toll. Ich glaube, da ist dann der Rauschmeißer doch besser. Sie kommen aus dem Schnee. Haltet ihn von der Bolzkurbel fern. Wieso sind Sie noch nicht erledigt? Haben wir nicht Muss eigentlich ich ein Exempel an einem von euch statuieren, damit ihr begreift, wie ernst die Lage ist? Enttäuscht mich nicht. Ah, die sind schon hier unten. Ja, guck mal hier. Das meine ich, aber das muss man so komplett ignorieren. Dass die einen hier verrückt macht. Mr. Zukon ist gelangweilt. So, ich will eigentlich aber... Den will ich eigentlich. Weißt du, wie man ausgelöscht wird? Mr. Zucker möchte dir gerne die erste Lektion erteilen. Erledigt. Ist mit aller Macht zurück. Was für Stress sie hier machen. Mein Gott. Ratchet, spring auf die Bootkurbel. Ja, ist doch gut, Mädel. Ist doch gut. In der Ruhe liegt die Kraft, ja? Hier hast du deine Brücke, obwohl die ja auch rüberfliegen hätte können. Gut gemacht. Los, zur Sternwacht geht's hier lang. Ja, ja. An der nächsten Ecke nervt sie dann gleich wieder. Mr. Zukon ist... Die schicken ein Panzer. Ein Panzer. Macht nicht gestürzt, ist unsere Bewegungsfreiheit in diesem Sektor stark eingeschränkt. Ich dulde kein Versagen. So. Ein Konzert des Leidens. Erledigt. Gut geschossen. Ich wette, sowas konntest du auf Felden nie tun. Klar. Komm schon, Leute. Immer weiter. So. Ja, ich nutze den sofern ich Munition dafür habe, werde ich den auch immer gleich nutzen. So. Hier ist aber noch was Schönes. Außer dem Puls. Ein weiterer Goldpult. So. Na, kommen noch ein paar. Kommt alle schön zu mir. So, wo haben wir denn... Mr. Zukon will vernichten. Ah ja. Moment mal. Oh,
Oje, kein... Kein Problem. Ach, wir haben ja hier noch die... Munition mehr. Schnieper. Mr. Zukon ist gern am Ball. Yay, Level 3. Ach, wenn man die genau auf das... auf das Rote schießt... Hahaha. Und noch einer. Ich vermute, Eis ist kein natürlicher Lombardsiedlungsraum. Der ist auch hin. Ah, also noch welche. Ah, kriegt man aber gut Schaden. Personalabteilung kann ich euch weder feuern noch eliminieren, wenn ihr beim Vernichten der galaktischen Schutzgruppen versagt. Gucken dann später bei der Karten mal rein. Der Vorstand und ich einen kleinen Mitarbeiterbonus ein. Der Blag, der den galaktischen Schutzgruppen ein Ende bereitet, erhält eine All-Inclusive-Reise zum dritten Halabash-Ring. Partys, Dinnerkreuzfahrten durch den Orbit. Angeblich gibt es dort sogar Kochkurse. Wunderbar. Gebiet gesichert. Los, überqueren wir die Brücke. Das mache ich, weil ich darüber will und nicht, weil du das sagst. So. Jawohl, Raketen. Diese Lasertürme könnten ein echtes Problem werden. Wir müssen einen anderen Weg hineinfinden. Geh du vor, ich gebe Deckung. Ja, geh du vor. Ich muss nämlich hier... Oh, hier, hau ich dich mal. Diese Oberfläche sieht ionisiert aus. Versuch es mal mit deinen Magnetstiefeln. Ja, ja, ja. So. Raditarium haben wir auch schon wieder. Ja, hier. Erstmal den hier. So, dann können wir aber hier auch mal den Brenner ein bisschen was Gutes tun. So. Ja, aber die Zeit ist schon wieder um. Ist schon wieder fast eine halbe Stunde geworden. Okay, dann geht's hier das nächste Mal weiter. Dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ratchet und Clank. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.